Hallo und herzlich willkommen. Wir stellen heute 5 Waffen vor. Diese 5 Waffen definieren wir als Basiswaffen, die von Anfang an nutzbar sind, weil sie gegenüber von anderen Modellen riesen Vorteile haben. Wenn ihr das Ganze nachlesen möchtet, ihr findet die Homepage unter dem Punkt Basiswaffen, das ganze Thema, was wir heute besprechen. Wir verlinken das Ganze unten in der Beschreibung. Ansonsten würde ich sagen, let's go Basiswaffen. Aber zuerst der Punkt, was definiert eigentlich eine Basiswaffe? Zuallererst definiert die Munition die Basiswaffe. Die Munition muss von Anfang an verfügbar sein. Sie muss von Anfang an in der Lage sein, Rüstungen zuverlässig zu durchdringen. Und im besten Fall gibt es von dieser Munitionssorte auch eine Munitionsart, die man noch spät im Spiel benutzen kann, weil sie noch bessere Penetrationswerte hat. Ein sehr, sehr gutes Beispiel hierfür ist die 7.62 PS-Munition für die AK-Serie. Der zweite Punkt ist die Verfügbarkeit. Die Waffe muss von Anfang an zu kaufen sein, oder aber man muss die Möglichkeit haben, sie über Scavs zu bekommen, und zwar indem man Scavs tötet oder selber Scav-Runden macht und die Waffen mit nach Hause bringt, so dass man sie dann für seinen PMC einsetzen kann. Und der dritte Punkt, der unsere Basiswaffen definiert, ist die Versicherung. Basiswaffen sind, weil sie eben so basic sind, oft sehr uninteressant für andere Spieler. Das heißt, sie werden selten mitgenommen, was dazu führt, dass ihr sie immer wieder bekommt durch eure Versicherung. Und ein Disclaimer vorneweg, nein, die Mosin ist keine Basiswaffe. Warum? Die Mosin verzeiht keine Fehler. Ich finde, dass die Mosin in Händen eines sehr erfahrenen Schützen Gold wert ist. Aber eine Basiswaffe soll gut für jedermann sein. Und wenn man mit der Mosin einmal daneben schießt, also diesen einen einzigen Schuss, den man hat, nicht 100% setzen kann oder nicht mal dazu kommt, den ersten Schuss zu setzen, ja, dann geht man normalerweise in einem riesigen Kugelhagel komplett unter. Also, fangen wir mit der ersten Waffe an. Und zwar basieren die ersten Waffen auf der Munitionsart 7.62, und zwar die PS-Variante, die wir Level 1 bereits bei Prapor kriegen. Also, eine Munition, die wir schon Level 1 haben, die sehr günstig ist und die stark ist. Wir machen mit dieser Munition 57 Schaden, das heißt 2 Schüsse in den Thorax und der Gegner ist tot. Und haben einen Penetrationswert von 32, das heißt, wir können Rüstungen bis hin zur Viererklasse durchschlagen. Was natürlich gerade am Anfang eines Vibes oder auch generell im Spiel noch über einen längeren Zeitraum bis zum Midgame sehr, sehr effektiv ist. Die erste Basiswaffe ist somit die dunkelbraune SKS. Die dunkelbraune Variante ist die einfache Variante der SKS-Modelle. Und der Hauptunterschied zu den hellbraunen Modellen ist, dass an der Seite keine Seitenhalterung vorhanden ist. Das heißt, hier fehlt das sogenannte Dovetail. Das führt dazu, dass sie wenig bis fast gar nicht zu modden ist. Das stimmt zwar nicht ganz, weil wir hier einen Aufsatz drauf machen können und da entsprechend einige Teile dran machen können. Aber selbst dieser einfache Aufsatz würde unsere Waffe schon komplett verunglimpfen. Weil die Waffe ist so gut, wie sie ist. Ihr bekommt sie bei Scavs, ihr könnt sie günstig kaufen und es passen 10 Schuss von dieser 7.62 PS Munition in das kleine Magazin. Ihr braucht nicht mal Ersatzmagazine, weil die Waffe von oben nachgeladen wird. Das heißt, ihr spart euch im Notfall sogar eine Weste, wenn ihr eure zusätzlichen Items entsprechend in den Taschen oder im Container lagert und mitnehmt. Großartige Waffe und glaubt mir, diese SKS nimmt kein Mensch mit. Es bringt nämlich nichts, weil man sie einfach nicht gut verkaufen kann. Man kriegt kein Geld dafür. Ihr werdet diese Waffe als immer wieder von der Versicherung zurückbekommen. Und ich sag direkt, der große Nachteil hier ist, dass wir Kimme und Korn benutzen müssen. Ich selber bin nicht der größte Kimme und Korn-Fan. Deswegen gehen wir schnell weiter zum nächsten Modell. Die hellbraune OP-SKS. Die hellbraune OP-SKS ist der große Bruder von der dunkelbraunen SKS. Und der Hauptunterschied ist, dass sich an der Seite 2 Bohrungen befinden, in denen sich eine Seitenhalterung befindet. Diese Seitenhalterung ist das sogenannte Dovetail. Das heißt, wenn ihr diese Waffe auf dem Flea Market kauft, achtet auf jeden Fall darauf, dass nicht das blanke Holz zu sehen ist. Denn in dem Fall hat der Verkäufer das Dovetail abgenommen. Gerade zu Anfang eines Vibes ist dieses Dovetail sehr, sehr viel wert. Die Waffen selbst, die ihr im Flea Market kauft, haben aber denselben Wert. Also immer darauf achten, dass das Dovetail an der Seite ist. Bekommt ihr so eine SKS von einem Scav, ist die Halterung natürlich immer dran. Das Schöne ist jetzt, dass wir über Prapo 1 3 Halterungen dran machen können. Die erste Halterung bitte nicht benutzen, das NPZ USP 1. Das ist somit das Schlechteste. Das nächste ist dafür umso besser, und zwar ist das das PSO, auch einfach Belomo genannt. Ihr packt das Belomo einfach an die Seite und seid schon ready to go. Auch hier wieder 10 Schuss im Magazin und das Ganze kann man von oben nachladen. Wollt ihr einen Rotpunkt benutzen, gibt es auch eine super Variante, und zwar das EKP 8. Da
Es ist mit das günstigste Visier, was man überhaupt drauf machen kann. Und natürlich auch bei Prapo 1 schon zu bekommen. Das heißt, hellbraune SKS kaufen, unbedingt auf das Dovetail achten, Seitenhalterung dran klatschen, fertig. Die SKS lässt sich noch sehr weit modden. Wen das interessiert, dazu haben wir ein separates Video unten in der Beschreibung. Aber das ist dann keine Basiswaffe mehr. Die dritte Basiswaffe ist die VPO. Und jetzt aufpassen, es ist nicht die VPO 209. Die 209 ist nämlich somit die schlechteste Variante. Es ist auch nicht die VPO 101, das ist nämlich die sogenannte Hunter. Eine Superwaffe, die man aber eher später im Spiel spielt. Sondern die VPO 136. Bitte unbedingt auseinanderhalten, weil das ist die Waffe, die jetzt wieder unsere 7.62 Munition, die PS-Variante, benutzt. Man bekommt sie von Skeffs. Man kann sie günstig kaufen. Wir haben das erste Mal sehr, sehr günstig große Magazine dabei. Achtung, kein Autofire, alles Single-Shot. Allerdings durch die guten Recoil-Werte kann man sehr, sehr schnell tappen, also sehr viele Schüsse pro Sekunde raushauen. Und auch diese Waffe wird selten vom Gegner mitgenommen, wenn ihr stirbt. Einfach weil sie nichts wert ist. Hier eine Halterung anzubringen ist am Anfang leider nicht so leicht, das heißt, wir sind erstmal auf Kimme und Korn angewiesen. Wenn wir ein bisschen leveln, können wir aber sowohl das Handguard austauschen und hier ein Visier draufsetzen, als auch einen Deckel austauschen. Und ein Visier näher am Gesicht aufsetzen. Auch hier gilt die Regel, dass dieser Mehraufwand nicht in Relation zu den Kosten der Waffe steht. Summa summarum eine sehr, sehr beliebte Waffe früh im Spiel. Die nächste Munitionsart, die unsere nächste Basiswaffe definiert, ist die 5.56 NATO-Munition. Also ein etwas kleineres Kaliber. Diese Munition wird verwendet von der M4A1, von der HK, also von den ganz großen Meta-Waffen. Mit Peacekeeper Level 1 haben wir Zugriff auf die M855. Achtung, hier ist es sehr wichtig, dass man nicht die M856 kauft, da die der M855 unterlegen ist. Die M855 hat einen Wert von 28 Penetrationen bei 50 Damage. Also auch hier reichen 2 Schuss in den Thorax. Also nochmal ein Wort zu der Basismunition. Die 855 kann man kaufen. Die 85A1 kann man finden. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Findet ihr M855A1 Munition oder 855 oder 856A1 Munition, dann hebt die Munition auf, weil ihr sie für die Waffe nutzen könnt. Also aufheben, nicht verkaufen und wenn ihr keine Munition habt, die 855. Das heißt, ihr habt tatsächlich die Option, beide Munitionstypen früh zu spielen. Und für welche Waffe machen wir das Ganze? Für die ADA. Manche sagen auch die ADA. Die ADA 215 ist die Waffe to go. Dieses Holzkonstrukt, und das ist generell mal ein Tipp an dieser Stelle, alles was hölzern aussieht, so ein bisschen altbacken, wird nicht mitgenommen von anderen Spielern. Das heißt, gerade diese ADA bekommt ihr relativ oft wieder zurück und sie lässt sich super einfach modden. Da sich nämlich bereits eine Schiene obendrauf befindet, kann man einfach hingehen und das EKP-8 obendrauf legen. Und das hat jetzt auch folgenden Vorteil. Das EKB ist grundsätzlich etwas erhöht, sodass wir hinten über diesen Gasblock drüber schauen. Das heißt, es reicht gerade so in dieser Kombination, dass wir über diesen vorderen Kimme-Korn-Mechanismus hier drüber schauen können. Wie ihr die Waffe dann weiter moddet im Verlauf des Spiels, das steht auf der Homepage ganz gut. Also trotzdem ein Kurzüberblick. Und zwar fangen wir in der Regel an mit dem Vordergriff. Der wird ausgetauscht im ersten Schritt gegen das MOE. SL, hier packen wir dann die Schiene dran. Und hier kommt dann der erste Griff dran. Das ist der einfache Tango. Und schon haben wir die Werte drastisch verbessert. Wir haben jetzt einen Ergonomiewert von 67 bei einem Recoil von 86. Wenn man bedenkt, dass das Singlefeuer ist, ist 86 Recoil schon ein schöner Wert. Im nächsten Schritt würde ich vorher das OSG austauschen gegen das VP09 und hinten den Schaft verändern, also den Holzschaft abnehmen. Da packen wir einen schönen Griff dran, und zwar den OMRG Black. Und hinten als Schaftvariante kommt der MOE-Schaft dran. Da hinten noch ein Rubberpad. Und dann hätten wir schon eine sehr gut gemoddete Grundvariante. Wenn man lustig ist an dieser Stelle, kann man noch den Cobra Shade vorne drauf packen. Und dann sind wir bei 76 Recoil und 75 Ergonomie für eine sehr, sehr günstig gemoddete ADA. Meiner Meinung nach ist das schon das höchste der Gefühle. Natürlich kann man noch viel, viel weiter gehen und eine High-End-Waffe draus basteln. Ob es worse ist, meiner Meinung nach nein. Also rein vom Preis-Nutzen-Verhältnis lohnt sich das nicht, weiter zu gehen als diesen Schritt. Meiner Meinung nach möchte ich eine bessere Waffe haben, dann hole ich mir ein besseres Grundmodell. Kommen wir zur fünften und letzten Basiswaffe. Und das ist ein ganz besonderer Goldschatz. Einer meiner absoluten Favorites. Ein Goldstück, ein Schatz, ein... Also, wir gehen einen Kaliber weiter runter in den 9mm Bereich und hier haben wir auch schon die erste Ausnahme, was dieses System angeht. Wir brauchen die PSD-GZH als Minimum. Das ist also die Mindestvariante unserer 9mm Geschosse, PSD-GZH. Und das Problem hier ist, dass wir diese nicht bei Level 1 bereits bekommen, sondern
Level 2 Prapor gibt uns erst die PSDGZH. Auch die Waffe ist nicht ab Level 1 direkt verfügbar, über einen Trade ja, aber zu kaufen auch erst ab Level 2. Das bedeutet, diese Kombination ist eher gedacht für Level 10 Spieler. Das heißt, wir haben den Flea Market freigeschaltet und bekommen dann sozusagen die erste Flea Market Basiswaffe. Und die hat es in sich. Aber bleiben wir nochmal kurz bei der Munition. Diese Kombination kann bis ins Late Game gespielt werden mit den großen Brüdern der PSTGZH. Die PSTGZH selber macht 54 Schaden pro Patrone. Aus jeder Kugel, jeder Headshot ist ein Kill. Hat aber nur eine Pen von 20. Also durchbricht nicht jede Panzerung. Das Ziel dieser Kombination ist es aber, entweder schwache Panzerung am Anfang zu durchdringen oder eben im Spray, ja, wir reden von Autofeuer, den Kopf zu treffen, weil hier in der Regel nur eine einzige Kugel notwendig ist für den Headshot. Bei einem Face Shield entsprechend zwei Kugeln. Also die Waffe ist ein Wunder. Wir gucken uns das Ganze an. Here we go, die PP19. Mein Goldschatz, der Retter in der Not, Rächer der Entrechten, wie auch immer. Diese Waffe hat mich so oft vor allem Bösen gerettet. Das ist unglaublich, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Letzten Vibe habe ich, glaube ich, erst mit Level 16 oder so die PP19 gespielt. Und es waren 6 Horror-Level. Ich hätte direkt mit Level 10 anfangen müssen. Also diese Waffe können wir relativ günstig kaufen für um die 20.000 Rubel. Und wir packen 1-2 Attachments dran. In der Regel reicht hinten das Buttpad und an der Seite ein schönes EKP, wie wir es denn schon kennen. Und das war's. Here we go. Wir haben einen Recoil von 46 im Autofeuer bei 30er Magazinen und einen Ergonomiewert von 54. Das Ding ist jetzt schon fast wie ein Laser. Und das Schöne ist, es ist halt die erste Autokanone, die wir richtig vernünftig spielen können, die fantastische Werte hat. Und die Munition eben, die ausreicht, um Gegner one-to-shotten im Kopf oder eben durch die hohe Feuerrate die Rüstungen zu zerstören oder Rüstungen sogar zu durchdringen. Diese Waffe verzeiht Fehler und ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus, ihr merkt schon. Wir haben für diese Waffe auch ein separates Video. Ich verlinke euch das zum Schluss. Ich verlinke euch sowieso alle Videos und alle Links unten in der Beschreibung. Aber das hier, oh mein Gott. Werfen wir also noch einen Blick bei Level 10, wie wir sie schnell, einfach und ultra günstig modden können, dass es noch ein krasseres Powerhouse wird. AK, Polymergriff und vorne RVG. RVG ist generell immer der Preis-Leistungs-Sieger bei den Vordergriffen. Wir kennen es bei meinen ganzen Guides zu Waffen. RVG ist immer Preis-Leistungs-Sieger, wenn es um Preis-Leistung geht. Der Schalldämpfer sorgt sowohl für schöne Solo-Runden, dass uns keiner hört oder dass die Reichweite stark reduziert ist. Aber vor allem wird auch der Recoil-Wert verbessert. Hinten Buttpad bleibt drauf, das bleibt alles so wie es ist, allerdings das EKP muss leider ab und zwar weicht hier der Deckel dem Deckel mit Schiene, das heißt hier können wir jetzt das richtige EKP in Anführungszeichen drauf machen, hier kriegen wir nämlich nochmal einen Ergo Boost und dazu nochmal das Cobra Shade dazu und dann haben wir unsere PP19 mit 53 Ergo und 42 Recoil, das Konstrukt. So wie wir es hier sehen, das ist ein wirkliches Powerhouse und kostet keine 60.000 Rubel insgesamt. Ich möchte die Shotgun nicht auslassen. Die MP153 ist die beste Basiswaffen-Shotgun. Die Shotgun findet man bei jedem zweiten Scuff gefühlt. Die Munition ist super. Man kriegt es immer wieder. Keiner nimmt dir das Ding weg. Also die MP153 auch noch so eine wirklich schöne Waffe. Allerdings ist es bei der MP153 so, dass sie wirklich nicht jedem liegt. Also nicht jeder möchte mit einer Shotgun rumrennen. Deswegen auf jeden Fall erwähnenswert. Und wenn ihr mit dieser Waffe gut klarkommt, ist es auch ganz, ganz früh schon ein Powerhouse. Und noch eine Erwähnung zu den Pistolen. Keine Pistole ist eine Basiswaffe, genauso wenig wie die Mosin. Keine Pistole, weil sie einfach jeder Basiswaffe drastisch unterlegen sind. Man kann Pistolen für andere Zwecke spielen, gar keine Frage. Und man kann auch Spaß damit haben. Aber wenn wir rein von der Definition einer Basiswaffe ausgehen, dass wir wirklich Schaden machen wollen, dass wir ein zuverlässiges Equipment dabei haben wollen, dann gehört keine einzige Pistole erstmal dazu. Ich weiß, jetzt werde ich geschlagen, FN57 und Glock und so weiter, alles schöne Pistolen, aber wie gesagt, jede Basiswaffe ist da meilenweit drüber. Damit sind wir soweit durch. Ich zeige euch hier noch das Video von der PP19. Ansonsten sage ich viel Spaß mit den ganzen Sachen und toi 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 für den Vibe. Alles Gute, macht's gut, bleibt gesund und sauber. Ciao, ciao.